Also, erstmal Servus, hallo, hi. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ja? Wir hatten viel zu tun und ich halte mich einmal zurück. Ja? Ich rede zwar viel, aber ich versuche es irgendwie in Maßen zu machen. Deswegen. Und auch mit Antworten. Ihr fragt viele Fragen letztendlich und jetzt wollen wir mal so ein, zwei Sachen halt da mal Licht ins Dunkle bringen. Zum Beispiel mit RWB. Mein Schatzi RWB. Schön, ne? Viele haben gefragt, was ist denn jetzt hier irgendwie, die verstehen jetzt nicht, warte mal, da gibt es ein XS-Rauwelt bzw. RWB LA und RWB Germany. Also meiner ist RWB Germany. Meiner ist der erste in Deutschland von RWB Germany. Und generell der erste in Deutschland. Und der Andi hat das mit dem Alex gemacht von RWB LA. Das ist die Lösung des Rätsels. Ja, ist okay. Ich meine, letztendlich treffen wir uns da so wieder alle auf das Thema. Okay, also wir bauen jetzt diesen RWB fertig. Wir sind jetzt bei Part 13, ne? So 16 oder 17 Teile wird es geben. Und dann fangen wir schon mit dem neuen quasi an. Das heißt, 2017 fangen wir an, ne? Ja, und ich suche da gerade noch das Basisfahrzeug. Ich habe da so zwei in Aussicht und das wird 964. Damals, als ich den 964 gekauft habe, da wollte ich ja schon 964 machen. Aber ich konnte den nicht nehmen, ich konnte es nicht übers Herz bringen. Deswegen habe ich den nach hinten gestellt und so ein 903 ist irgendwie, ja, bulliger. Ne? Und es wird auch ein 964er nicht in diesem Race-Style, sondern was anderes. Und mein Frusato wird gerade komplettiert, da wird gerade Innenraum gemacht, aber das will ich gar nicht erzählen, weil wir machen für euch noch für jedes Auto, weil es gibt viele Fragen zum Golf, zum Frusato, zum Liberty Walk, zum 901, zum RSI, zum Skyline, zum 964. Wir machen jetzt für jedes Auto so separate Videos und die kommen dann nach und nach und dann erkläre ich so ein bisschen, warum ich die gekauft habe, warum, weshalb. Und was sie damit vorhaben, weil da fragen halt viele so, hey, was ist denn jetzt los mit dem GTI, mit dem Rocket Bunny? Den wollte ich auch erst abgeben, jetzt wird er noch bleiben. Mehr dazu bei den anderen Videos. Ich habe ja schon angerissen, SEMA Show. Ja, wir sind natürlich dieses Jahr auch wieder auf SEMA Show. Wir sind mit KW da. Wir treffen wieder, glaube ich, sehr, sehr coole Leute. Wir haben natürlich auch das RWB-Dinner. Ja, nur, das durfte ich letztes Jahr nicht machen. Da wurde ich nicht eingeladen, weil ich war ja kein Owner. Ich war zwar Fan und Besteller, aber kein Owner. Jetzt bin ich Owner und Besteller. Und vorher, vor der SEMA Show, sind wir nämlich in LA. Da treffen wir auch coole Leute. Also wir treffen ja irgendwie nur coole Leute. Werdet ihr natürlich dann sehen, wen wir da treffen. Und da werdet ihr auch Videos von kriegen. Jetzt sind wir ja gerade bei LA gewesen, bei SEMA. Wir sind jetzt viel im Ausland auch. Ich nehme euch heute mit nach Macau. Und wird, glaube ich, sehr witzig, weil es 2017 kommt was sehr, sehr Cooles. Was ich selber nicht erwartet habe. Und ich glaube, da könnt ihr auch viel lachen, aber auch viel lernen und viel so behind the scenes sehen. Und am Ende des ganzen Projektes mache ich auch was Cooles. Kann ich aber noch nicht sagen. Also es ist ein Traum und wird wahr. Also ein Traum wird wahr. Was ich selber tue. Also ich werde selber aktiv. Wie gesagt, jetzt gerade jetten wir halt viele rum. Wir haben jetzt den 14. Oktober, ich habe gerade die ganze Woche gedreht, jetzt mache ich das, weil ich so viel eigentlich im Kopf habe, was ich euch mitteilen wollte. Siehst du, mein Sprachzentrum ist auch gerade schon so ein bisschen gestört, weil jetzt habe ich eine Woche so durchgesubbelt für RTL 2, für mein neuer Alter und nehme ich jetzt morgen nach Amerika. Ja genau, ich fliege morgen nach Amerika mit dem Matthias Dolderer und da machen wir auch einen coolen Testdrive. Ich will nicht alles spoilern, dann guckt er ja gar nicht mehr, das ist doof. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Matthias Dolderer, Weltmeister ist er geworden. Du weißt nicht, wer Matthias Dolderer ist? Matthias Dolderer ist Weltmeister in Air Race. Der macht so ganz verrückte Sachen. Ihr wisst alle, wer Matthias Dolderer ist. Und ihr wisst alle, dass er Weltmeister geworden ist. Wir sehen uns ja morgen. Ja, morgen. Weil ich fliege ja morgen los und bin am Morgen. Ja klar, wir sehen uns ja morgen. S-Motorshow. Viele haben gefragt, bin ich auf der S-Motorshow? Ja klar, bin ich auf der S-Motorshow. Ich bin wieder in Halle 3. Und ich bereite für euch da was ganz Tolles vor. Er steht natürlich auch da, fertig. Kollege Liberty steht auch da, mit neuen Schuhen. Kollege Golf Pandem Rocket Bunny steht auch da, auch mit etwas Neuem. Aber kriegt er alles noch gesagt bei den jeweiligen Videos.
Kollege 91 Turbo S steht auch da. Beetle steht auch da. Es kommt ein neues Auto. Das steht auch da. Es gibt bald ein neues Auto. Es gibt ein neues Auto und das wird auch da stehen. Wo wir gerade bei neuen Autos sind. Leos Auto, ich weiß, A5, Projekt, meine Schuld. Also, dass Leos Projekt nicht weitergeht, sind einfach alle Projekte in Gesamt. Die sind einfach sehr zeitaufwendig und ich bin auch viel weg und Leo ist dann auch viel weg. Ich bin schuld. Ich bin schuld, weil Leo sagt die ganze Zeit immer so, wann machen wir weiter, wann machen wir weiter? Ja, gleich, später, morgen, nächste Woche, übernächste Woche. Aber die Zutaten sind auch da und wir wollten eigentlich heute drehen, aber heute ist Leo wieder weg. Die musste weg. Es ist geplant, ich bin Mittwoch wieder zurück und Mittwoch werden wir drehen für euch. Werden wir einen Restart machen beim A5-Projekt. Und wenn alles gut geht, ist es auch auf der S-Motorshow. So. Da war nämlich noch der RS4. RS4, ich weiß, ist nicht meine Schuld. Das ist diesmal nicht meine Schuld. A5 meine Schuld, dieses Mal nicht meine Schuld. Weil da gab es halt eben, ja, ich sag mal, man hat ja Prioritäten im Leben und der Kunde hat halt andere Prioritäten gehabt und dann hat er gesagt, du lass erst mal ruhen. Dann lass mal ruhen. Und jetzt bald geht es aber weiter. Den haben wir aus dem S4 und RS4 rausgemacht. Ja, genau, eine Limousine. Dann haben wir noch Focus RS. Focus RS, mein Sorgenkind. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich haben wir fast alles jetzt da, ne? Eigentlich müssten wir jetzt echt mal reinschieben. Ich finde ihn immer noch cool, aber irgendwie sind da die neuen Projekte irgendwie voll schöner und so. Ich weiß, wir müssen den zu Ende machen, den machen wir auch zu Ende. Versprochen. Aber ihr wisst das doch selber, ihr habt ein neues Auto und dann spielt er lieber mit dem. War früher schon so, mit einem Matchbox-Auto. Oder mit einem Lego. Ja, kommt ein neues Lego-Set raus, dann nimmt man erstmal das und baut. Und die alten, die man schon angefangen hat, die lässt man erstmal liegen. Ja, zur Essen Motorshow kommen natürlich auch neue Klamotten. Jetzt kommt jetzt auch ein Zipper. Es kommen schöne, schöne Sachen. Pedro? Pedro. Was tut das blaue Licht? Blau leuchten. Hast du was zu sagen zu unserer Crowd? Zu unserer Community. Ah, Community. Ihr seid ja nur so drin. Da in die Kamera, Mann! Was hast du gedacht, was wir jetzt hier machen? Wie geil ist das denn? Nicht. Wir sitzen jetzt hier im Dunkeln zu dritt und reden. Sag mal. Was denn? Ja, willst du irgendwas loswerden? Nein. Wie nein? Ist dunkel halt, ne? Ah, zu der Crowd. Ja. Ja, viele Grüße an die Crowd, ne? Was ist dein Plan für die Zukunft? Mein Plan, die Zukunft? Ja. Besseren Crowd zu rauchen. Was hast du Bock? Worauf hast du Bock? Auf ein neues Auto. Auf ein neues Auto? Ja. Was für ein neues Auto? Weiß ich noch nicht. Hast du eine Auswahl? Ja. Welche? Evo 6. Oh. 55er AMG. Ja. Aber 2004er Baujahr. Ja. Oder Dodge Ram, RZD10. Oh, da hat einer spendable Buchsen an. Spendable nicht, meine Schwester meint, das wäre ein geiles Auto. Ja, weißt du, wie viel so ein SRTC schluckt, Alter? Ihr könnt jetzt abstimmen, welches Auto Pidi kaufen soll. Evo 6, AMG 55, ein W211 oder ein Dodge Ram SRT10 Double Cab. Also, müsst ihr jetzt abstimmen. Okay, dann machen wir noch eine Wahl. Wir bauen jetzt einen neuen Rocket Bunny, ne? Neuer Rocket Bunny ist... Ach, den könnt ihr doch gar nicht abstimmen, weil er den noch gar nicht kennt. Ist ja scheiße. Ich wollte gerade abstimmen, welches Rocket Bunny wir machen. Okay, einen kennt er ja schon, den habe ich im Petersen Museum, habe ich ja schon gesagt, welcher kommt. Eigentlich voll doof jetzt, ne? Aber den neuen kennt ihr noch gar nicht, deswegen könnt ihr doch gar nicht sagen, ob ihr den nehmt. Hä? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt den erst mache, den E30, ob ich den zuerst mache oder erst den neuen, der kommt. Ja, aber der neue sieht auch geil aus. Den du jetzt nicht sagen darfst. Ich weiß, aber der neue, der wird jetzt präsentiert auf der SEMA Show und ich darf den hier in Europa präsentieren. Ach so, ja. Habt ihr das Bild gesehen? Ja, ich habe euch das Bild gezeigt. Das Bild hast du uns noch nicht gezeigt. Was für ein Bild? Siehst du? Soll ich sehen, habe ich das Bild nicht gezeigt. Und da machen wir richtig Casallo rein. So. Oh Gott. Komm mal her hier, dann sehen sie das noch gar nicht. Du stehst viel mehr im Dunkeln als ich. Du hast einen Steifen? Ein Stein, Mann. Steifen Stein. Ach, und ihr müsst doch abstimmen, dass, weil ich will seit Jahren, ja, für Pedro endlich mal so Autogrammkarten machen, weil
jeder will eine Autogrammkarte fahren von ihm. Und ich bin dafür Jahren dafür. Also bitte auch unterschreiben, wenn wir es machen sollen. Was? Und wir sind am Plan dran, dann ist Pedro öfter wieder dabei. Ne? Bei YouPorn. Du bist bei YouPorn, ja genau. E36 M3 Pandem Rocket Bunny Kit. Den haben wir fertig gemacht. Jetzt haben sie viel gefragt, ja, was soll denn das? Warum habt ihr nicht foliert, warum habt ihr nicht lackiert? Weil der Kunde, der Bird, das selber macht. Der muss ja auch die ganzen Restarbeiten noch fertig machen, weil er geht damit auf die Rennstrecke. Wir, unsere Aufgabe war es ja nur, die Räder anzupassen, beziehungsweise die Kotflügel und die Vorarbeiten zu machen. Schweißen, Seitenwand stabil machen, all sowas halt eben. Konservieren, Hülsen und. Das haben wir alles gemacht. Den Rest macht alles der Bird. Und wir sind gespannt, was draus wird. Wir bleiben dran. Weil es wird, glaube ich, cool. Es wird wirklich cool. Und dann kriegen wir auch schicke Bilder von ihm. Ich will mich aufregen. Ich reg mich auch auf. Ganz ehrlich, Leute, tut mir einen Gefallen. Wirklich. Ich habe echt Spaß daran, ja? Und ich habe immer mehr Spaß an dieser ganzen YouTube-Geschichte, ja? Ich mache es nicht so exzessiv, ich weiß. Wir machen ja nur 3 Videos die Woche. Man muss überlegen, da regen sich Leute auf. Man soll doch einfach froh sein für das, was man hat. Nee, ich reg mich darüber, aber die Kommentare auf, dass die einfach blöd sind. Fernsehen und haben nichts Besseres zu tun, als nur Scheiße zu labern und zu schreiben. Sei es denn Vergleiche, sei es denn irgendeine negative Scheißkritik, die völlig absurd ist. Wenn einer sagt, ja, ich finde die Szene nicht ganz cool gewählt, ja, okay, kann ich mit umgehen, alles cool, weil das ist ja Geschmackssache. Ich finde die Felgen nicht toll. Ey, wenn wir alle denselben Geschmack hätten, das wäre ein bisschen doof. Wenn man ein Trackday-Video wie heute, releasen wir ein Trackday-Video, ja, und dann kommen, ja, wir wollen mehr Fahraufnahmen, wir wollen mehr das, wir wollen mehr dies, wir wollen mehr die. Wir haben noch mit gedreht. Das heißt, wir haben 2 Teams gehabt. Heißt, ich bin froh, dass wir überhaupt ein Video haben, weil normalerweise hätte jeder nur ein Video gehabt und wir haben 2 Videos gehabt. Einfach nur so ein gewisses Gefühl dafür entwickeln vielleicht und nicht immer nur heul rum, ich kack rum, weil es alles doof ist. Das Positive sehen, nicht das Negative. Also das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte mich natürlich bei allen Supporter bedanken, ja, die immer so lieb sind und die auch runterschreiben und positiv. Das ist der Grund, warum wir es ja weitermachen. Aber manchmal dieser Bullshit, dieser gequillte Bullshit, der da manchmal steht, ne, den könnt ihr euch echt sparen. Und das ist doch eigentlich, ich bin sehr harmoniebedürftig, ja, und das entspricht nicht meiner Natur. Man muss sich überlegen, Norbert, ein absolut cooler Typ, der kommt hier hin, möchte ein Golf Plus getuned, umgebaut haben, modifiziert haben, wie auch immer. Der möchte sein Golf Plus, weil wie gesagt, Norbert ist ein älterer Herr, der möchte sein Golf hier machen. Soll ich den wegschicken? Also wenn ich mir die Kommentare darunter durchlese, dann packe ich mir ernsthaft am Kopf, liest einfach mal die Kommentare. Wenn einer die Passion hat, ein Auto umzubauen und genauso einen Nagel im Kopf hat, egal wie alt er ist, egal was für ein Auto es ist und ich habe Bock drauf, dann mache ich das. Es ist auch scheißegal, was ein Auto, was der Kunde bringt. Es kann ein Porsche sein, es kann ein scheiß Golf sein, kann ein scheiß Opel sein. Aber wenn der Kunde geht und hat ein Grinsen und hat Spaß daran, warum nicht? Genau, also wie gesagt, wir sind doch alle harmoniebedürftig. Wir wollen eigentlich Spaß mit YouTube haben, wir wollen Spaß mit den ganzen sozialen Medien haben. Dann müssen wir es auch haben. Weißt du, was noch stehen wird? Ja. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Wenn er so weitermacht, dann. Ne? Ja, Norbert möchte nachlegen. Norbert möchte mehr PS haben. Und ich habe gestern mit Norbert geredet. Und Norbert sagt, ja, könnte ich mir auch eine 3 vorstellen. Ich wollte jetzt gar nicht böse werden. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie jemand hier verurteilen. Ich möchte einfach nur, dass wir alle Spaß haben. Das ist schon viel Arbeit, was dahinter steckt. Und dann soll das doch wenigstens anerkannt werden, indem man vielleicht den einen oder anderen blöden Kommentar runterschluckt. Und ich hoffe, es gefällt den meisten. Und die paar, die da immer querschlagen, die können auch gehen. Jetzt haben wir auch genug gejault und geheult. Irgendwas wollte ich noch. Ich vergesse es. Ich hab's vergessen. Sind One-Felgen. Also, RWB-Felgen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, hier ein ganz wichtiger Aufruf, ja. Weil es kam ja Leute so, oh geil, RWB-Felgen, kann man die kaufen? Ja, kann man. Weil Volker und ich haben uns dazu entschlossen, die jetzt anzubieten. Also die sind One-Felge. Die Sydney Industries One-Felge. Und ich freue mich auch. Und die gibt es in 18, 19, 20, 21 Zoll. Dreiteilig.
in Bronze, also diese Goldbronze, in Rot eloxiert. Und eigentlich wollten wir nicht so viele Farben anbieten, weil dann kann man sich nicht entscheiden. Ne? Müssen wir halt reden. Es gibt noch mehr Farben. Aber ich freue mich, was wir die jetzt anbieten, weil die sind echt toll. Ja, das war's. Nach langer Zeit mal wieder ein bisschen gequatscht. Das müssen wir öfter machen. Auf jeden Fall. Aber ich will halt so diese typischen Formate da nicht machen. Wir quatschen wieder so. Ne, Pidi? Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. E36 haben wir fertig gemacht. Jetzt haben sie auch viele gefragt, warum haben wir den E36 Pandem Rocket Kit, Rocket Bunny Kit, E36 M3 Pandem Rocket Kit. Alter, was laber ich? Boah, Domi, Alter. Welch ein Tongespür. Was für eine Größe trägt man hier in den Hoodie? Das ist jetzt L. Fette Schwein, du. Ja. Du bist fetter geworden. Nein. Den habe ich noch niemals. Das ist die neue Variante, den habe ich noch niemals. So, siehst du, und das gibt's auch so. Geh mal runter, man sieht deinen Kopf nicht. Ist ja egal, wir sollen deinen Kopf sehen. Zeig doch deinen Kopf jetzt! Siehst du? Domi ist so ein bisschen ehrlich. Ich bin lieber hinter der Kamera.